Ja, hallo, herzliches Willkommen mit neuer Kraft, mit neuer Laune. Gehen wir noch mal zum gehen wir noch mal in den Dungeon der 1000 Tote. Folgendes: Ich habe, so gut es geht, spoilerfrei mich umgeschaut im Internet und habe durch ein Video einen Weg gefunden, den ich doch tatsächlich übersehen habe, obwohl ich den eigentlich hätte sehen müssen. Wo das ist, zeige ich euch jetzt. Aber erstmal wechsle ich den Degen mit. Nein, erstmal mache ich das später. Ja, folgendes. Ich habe tatsächlich es übersehen. Wisst ihr noch, wo diese zwei, wo ich dachte, dass es ein Schleim ist, der an der Decke hängt? Ja, das war kein Schleim, das waren Spinnen oder so. Zwei. Aber die Brücke war da, wo ich den Talisman her habe. Dort irgendwo, direkt am Rand, ist ein. Ist ein Weg ungefähr so ähnlich wie bei der Rampe drunter, wo man dann, wo man drunter springen kann, wo dann die Wichte kommen. Ja. Da ungefähr. Okay. Ja, Oh, das wird. Ups. Dort ist halt so ein Weg, der ungefähr so versteckt ist wie der Gang zu den Wichten. Oh, die Bälle sind respawned. Ja, nice. Ah ja, um den sollten wir uns jetzt kümmern, nicht, dass er uns dann überrascht. Okay. Auf. Oh. Okay, das klappte zwar nicht so, wie ich eigentlich wollte, aber okay. Ja, gut. Das wäre erledigt. Jetzt muss ich an ihm vorbeikommen, nach unten. Ich glaube, ich muss hochrennen. Das schaffe ich es nicht, glaube ich. Ich könnte es probieren, aber ich will lieber sicher gehen. Ich gehe lieber sicher. Waffen wechseln, Armbrust wegnehmen. Du bist auch so besonders, weißt du?
Okay, was macht der eigentlich? So. Stumpfe Waffen gegen Steine sind super. Realistisch gesehen. Okay, jetzt müssen wir... Ah ja. Halle? Genau. So, das wäre das gewesen. Obwohl, ich könnte ja noch mal gucken, vielleicht kriege ich eine neue Waffe von dem Typen dort. Ein Moment. Ich meine, wenn ich schon mal hier bin. Ich glaube, der Morgenstern ist hier einer meiner Lieblingswaffen. Nope. Kein Glück. Okay. So, jetzt hier. Und zwar direkt hier unten. Genau. Seht ihr? Da ist so ein Vorsprung. Ja, den habe ich nicht wahrgenommen. Ich könnte ja noch mal versuchen, einen Leuchtstein runterzuschmeißen, einen Glühstein runterzuschmeißen. Einfach nur, um zu sehen, wie tief es da nach unten geht. Jo. Ja. Oh. Tada! Cool, ne? Es geht noch weiter tiefer runter. Alles klar. Ich glaube, das ist Blut, oder? Kommen die von oben runter getroppt oder nur wenn ich auf der Brücke bin? Okay, man konnte scheinbar doch hier runter. Interessantes Level zu sein, das hätte ich so nicht erwartet. Oh. Okay. Auch nichts. Ich glaube, da ist doch nichts. Okay, ja, hier geht's weiter. Oh. Ist das hier ein Fahrstuhl? Das hier ist einfach nur ein Fahrstuhl. Okay. Ha. Bin ich jetzt da oben? Scheint so.
Ja. Ja, Tatsache. So, hier bin ich. Was gibt es hier? Ein Steinschwertschlüssel. Cool. Na, immerhin. Ja, und da seht ihr die Bälle. Die hängen. Aus irgendeinem Grund. Dafür nehme ich die Armbrust. Und schieße fröhlich, was das Zeug hält. Das hier mache ich noch schnell auf niedrig. Weil das ist immer auf hoch auf irgendeinem Grund. Und ja. Jetzt viel Spaß hiermit. Genau, da ist das Ding. Ja, first try. Sehr gut. Oh. Erdenbomb Großbogen. Oh, Großpfeile. Oh, ja, okay. Oh, neues Spielzeug gefällt mir. Alter Großpfeil. Oh. Körperlich 100 Schaden. Yo. Natürlich. Alter. Okay, Moment. Statt der Armbrust. Wo ist das Ding? Hier. 20 Stärken nur, okay. Durch und durch heißt die Fähigkeit, okay. Heiligschaden. Oh. Das ist die nächste, also die nächstgelegenste Waffe, die ich verwenden könnte, die Heiligschaden macht. Alter. Ein Großbogen im Stil des Erdenbaums. Früher als Glaube und Krieg aneinander bedingten, wurde diese Waffe zusammen mit dem goldenen Großpfeil erschaffen. Ah ja. Klassischer Krieg und Religion. Skaliert sämtlichen Pfeilschaden mit Glauben, aber sein wahrer Wert zeigt sich, wenn ihr mit von heiliger Macht erfüllten Pfeilen schießt. Oh, Talent, durch und durch. Ein mächtiges Talent für Bogenschützen, bei dem ihr einen Großbogen schräg haltet. Macht den Bogen bereit und verdreht die Sehne, um einen mächtigen Großpfeil abzufeuern, der Gegner durchschlägt. Schräg halt, okay. Macht den Bogen bereit und verdreht die Sehne, um einen mächtigen Großpfeil abzufeuern, der Gegner durchschlägt. Ich verstehe nicht ganz, was der Unterschied sein soll. Ich meine, das Ding schießt doch so Großpfeile, oder? Oder schießt das Ding Pfeile? Moment, das muss ich mal ausprobieren. Verschießt das Ding Pfeile? Ich kann das Ding sogar verwenden. Ach du alter Schwede. Moment. Nee, Kuh geht nicht. Ja gut, der schießt nur Großpfeile, aber... Ich verstehe nicht, was... Durch und durch, was bringt das denn dann? Ich meine, ich könnte es ausprobieren. Ach so, Linksklick, stimmt ja. Okay, aber... Okay. Oh. Macht das mal Schaden oder so oder wie? Hm. Aber gut, okay, das ist unser erster Großpfeil. Großbogen. Nice. Was hat das Ding für eine Reichweite? 50. 42, 50, 29. Okay. Okay. Sieht doch überhaupt nicht übertrieben aus. Ja gut, das Ding ist vernichtet. Freiheit, würde ich sagen.
Geronimo. Yeah. Gut, das wäre dann auch wirklich alles gewesen. Hier sind wir durch. Außer ich habe noch was vergessen. Wir haben einen Boss besiegt. Wir haben den kleineren Boss besiegt, der eigentlich gar kein Boss war, aber den haben wir trotzdem besiegt. Wir haben den Talisman genommen. Wir haben alles. Und jetzt haben wir da runter hoch gefunden. Falls das Sinn macht. Ja, wir sind fertig. Okay. Moment. Aber wie kommt... Moment, wie kommt man dann... Wie kommt man dann da hoch? Hä, warte mal. Moment mal. Danke, Tutorial. Warte mal, aber Moment. Ist hier nicht dieses Loch, wo wir reingesprungen sind und wir gestorben sind? Was ist denn das hier? Was ist denn? Hä? Ein Moment. Hä, habe ich da noch... Habe ich da noch Runen liegen? Vom Bosskampf? Moment. Hebt das Ding wieder. Oh, ist es ganz zerstört? Ja! Ganz zerstört. Cool. Dies ist Sparta. Boing. Okay. Ja, der Boss. Da war da unten. Oh.
Okay, habe ich da Runen im Sumpf liegen? Aber warum? Wirklich, warum? Das verwundert mich jetzt. Schauen wir mal vorbei. Ah, oh, endlich wieder Tageslicht. Na, obwohl, ist dunkel. Egal. Ab zu den Runen. Ich meine, das ist doch wirklich sehr seltsam. Oder war das unterirdisch da, wo die zwei Spinnen waren? Ich glaube, das war bei den Spinnen, oder? Nee, da hatte ich eh nichts. Die killen mich doch sowieso. Egal. Lasse ich das mal. Weißgesichtiger Ware. Aha. Gut. Dann, was war als nächstes? Genau, hier war was. Da reise ich jetzt mal hin. Da war nämlich noch was. Noch so eine Wand, meine ich. Jo, hallo. Ah, da steckt nur ein Steinschutzschlüssel, okay. Oh. Hier könnte ich ja wieder die Dinger verwenden, das Ding verwenden, den Degen. So, zum besseren zeigen mal. Da hängt nichts an der Decke. Nein, nein. Nice. Ja, mal gucken, was es hier gibt. Oh, Handbuch 9 des nomadischen Kriegers. Und das war's. Okay. Was gibt's hier Neues? Das ist neu. Grolltopf verbraucht FP werfen, ruft rachsüchtige Geister. Oh. Wie viel kann ich davon haben? Einen. Oder was? Einen maximal? FP kosten 5. Na gut, okay. Was ist hier noch Neues? War das nur der Topf? Das war nur der Kohltopf. Okay. Rachsüchtige Geister. Habe ich schon rachsüchtige Geister? Weiß ich, was das sind? Okay, das wäre das hier. Als nächstes kommt. Das Siegelgefängnis. Ach, die Dinger. Hier, genau. Okay, hier bin ich fertig. Hier kann ich. Nein. Wie kann ich hier. Nein. Nein. Wie kann ich das Ding wieder wegmachen? Genau. Nein. Markierung war das.
die Wand, oder? Ah. Nice. Gut. Ich reise dahin. Hallo. Hello darkness, my old friend. I've come to talk to you again. Weiter her weiß ich nicht, wie das Lied geht. Hat ganz schön lange gebraucht, bis ich auf die Idee komme, das Lied zu singen in einer dunklen Höhle. So, dahin, genau. Auch nur eins, okay. Jawohl. Ah ja. Igel Gefängnis der Klagen. Na mal gucken, wen wir da haben. Ein Kothaufen, oh nein. Hoch. O alter Held von Zamor. Okay, ich dachte, ich kann backsteppen. Das geht scheinbar nicht. Au. Das ist ein kalter Held. Okay. Au. Der hat eine gute Reichweite. Geh weg. Geh weg, ich mag dich nicht. Alter Schwede. Nein. Oh Mann. Nein. Jetzt muss ich einen Trank trinken. Auch zaubern, wenn du unbedingt willst. Ja, ich muss aber auch treffen. Echt jetzt? Oh. Wow, Alter, rollt nicht. Rollt doch, Junge. Mann. Rikas Pfahl. Meh. Ja, komm, warum nicht? Mann, der Degen ist echt nicht so cool irgendwie. Und ich bin auch zu schlecht mit dem. Kann ich Wölfe heraufbeschwören? Nein, kann ich nicht. Lass mich raten, ich kriege ihre Waffe. Junge,
wegrollen. Was? Ich darf nicht boosten. Ich dachte, ich wusste. Mann. Ey, meine Ausweichreflexe sind irgendwie schlecht. Ey, guck mal. Junge, rollen. Ey, ne? Irgendwie voll eingerostet. Oh. Das war nicht schlecht getimt. Wie diese Eiszauberin, ne? Ach so! Ja, komm, mach jetzt halt einen Tornado, der 5 Sekunden stehen bleibt. Oh, okay, der Degen ist echt. Alter, der. Also, der Degen ist, glaube ich, meine. Also. Nach den zwei Hämmern meine. Zweitungeliebteste Waffe. Bitte weg damit, dankeschön. Dann nehme ich doch stattdessen was Besseres in Morgenstern zum Beispiel, aber da kann nur treten. Ich versuche mal zu treten. Oder Feuer, ist Feuer ganz gut? Ja, obwohl sie hat Eis, ich habe Blut. Beziehungsweise Feuer. Ich probiere es mal mit Feuer. So. Wie hat die mich? Er hat mich nicht geblockt. Ja, wenn da nicht blockt, ne? Geht das nur bei Schilden? Na gut, probiere ich halt das. Ey, Junge. Rolle. Habe ich überhaupt Schaden gemacht? Alter, das ist ja voll der Müll. Okay, Leute, nimmt keine Fackel. Mann. Ach Mann.
Und meine Heiltränke sind alle. Natürlich. Ist ein Fackel doch ganz gut. Ach Mann. Okay, mein Fehler. Was war denn das jetzt gerade? Oh, lol. Genau, mach's doch zu spät, ey. Ey. Reagiere doch mal anständig bitte auf die Tasten, wenn ich sie drücke. Mal den Zweihänder? Nee. Oder... Oder doch lieber nicht. Oder die Claymore? Obwohl, die hat eine große Last. Eine Duelle versuchen. Um irgendwie die Haltung zu brechen. Ich glaube, das mache ich mal. Ich glaube, das mache ich mal. So. Runen habe ich wieder, oder? Jo. Rolle.
Ach so, dann mach halt den Tornado oder was auch immer. Oh lol. Mann, trinke. Ey, trinke. R, ich drücke R. Mach doch R, Mann. Das ist echt. Mann. Na gut. Ach, so eine Rolle. Wow. Ey, du bist besonders, weißt du, dass... So. Trinke, trinke. Locke, locke, Junge. Okay, mein Fehler. Rolle, 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 wenn ich dir sage, du sollst rollen. Was ist mit meiner Steuerung heute los? Heiliger Bimbam. Nein! Oh. Moment, ich bin gleich wieder da. Oh, Marikas Pfarr, ja, bitte, mach jetzt. Da kommt jetzt langsam der Perfektionist aus mir heraus. Nein, ich nehme die Fackel, falls es was bringt, falls es was bringt. Oder warte mal, warte mal, wir haben doch Kriegsasche, ne? Was? Was haben wir für Kriegsasche, die ich auf meinen Morgenstern setzen kann? Hier. Bodenschlag.
Sturmstampfer, eiserner Wille. Gravitation. Wie viel verbraucht das jetzige Ding? FP kosten 6. Wirklich 6? Sieben, acht. Okay, sagen wir mal 8. Soll ich? Magische Morgenstern. Oh. Soll ich dir meinen magischen Morgenstern zeigen? Soll ich? Ich probiere mal den magischen Morgen. Das klingt so falsch. Ich probiere mal den magischen Morgenstern. Oh, nein. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Ja. Nur mal so aus Interesse. Ich und meine magische Morgenstern. Ich weiß nicht warum, ich finde das irgendwie so lustig. Alliop. So. Boing. Ach, Mann, ich wollte erst springen und dann vom Pferd springen, aber egal. So. Wow, 33, ist das denn ernst? Okay, der magische Morgenstern ist jetzt fertig. Das war der magische Morgenstern. Ich hab Marikas Pfahl gedrückt, oder? Ja, habe ich. Auch gut. Okay. Das war nicht so geplant. Kenne ich die schon? Nein. Hey. Hey, komm her. Du willst mich doch veräppeln, oder? Ey. Also. Okay, da hatte nichts dabei. Alles klar. Kann ich bitte zurückreisen? Dankeschön. Okay, der magische Morgenstern, der macht nicht so... Ja gut, ja, da macht nicht so viel Schaden. Aber bricht das Ding gut die Haltung eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ich probiere mal den Popo. Den Popo-Schlag. Ja, das mache ich mal. Ich probiere mal den Popo-Schlag. Die Arschbombe, genau. Huch. So. Einen Moment. Ich guck mal ganz kurz auf den Timer. Alles klar.
zieht sich schon wieder etwas länger hin, aber okay. Drück X, wenn ich X drücke. Was ist denn los mit meiner Tastatur heute? Habe ich schwache Finger oder was? Irgendwie macht das Spaß. Okay. Das ist aber irgendwie sehr riskant. Das ist wirklich sehr riskant. Aber irgendwie lustig. Aber irgendwie bringt das nicht das, was ich mir davon erhofft habe. Zu weit. Ach komm. Mama mia. Wow. Oh. Das war was Neues. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Hör auf. Mann. Wie lange das braucht, um nach hinten zu rennen? Das waren fast 2 Sekunden. Eine Rolle gut. Ei, Karambo. Oh. Oh. Okay. Das hat sich wohl ausgespielt. Junge. Oder Mädel, was auch immer. Das immer. Ach, Mann.
Okay. Alter. Okay. Ich sollte besser rollen. Die Popo-Bombe bringt auch nicht so viel. Leider. Ach ja, ich bin schon wieder hier. Hacke bringt ja aber überhaupt gar nicht irgendwie. Moment, zurück dahin. Okay, Kriegsasche. Ich mach mal das da. Ja. Ich glaube, mit dem Morgenstern ist das einfach viel zu kurz, die Reichweite dann, oder? Ich glaube, ich nehme einfach eine andere Waffe. Genau. Blutungsschaden? Nee. Oder versuche ich es mit Blutungsschaden einfach? Ich probiere mal ganz einfach Blutungsschaden. Alli hopp. Boing. Boing. Ja. Oh, komm her. Oh, du kleiner Jäger, du. Wow. Wow, halt. Oh.
Mann! Komm, Junge, steh auf. Hör auf, liegen zu bleiben. Okay, ich kann mich nicht heilen, wenn die mich die ganze Zeit so hinterherhaut. Jetzt kann ich heilen. Jetzt kann ich nicht mehr heilen. Du, lol. Wie viel HP hatte ich gerade noch? Oh je. Oh. Mann, 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 Mann. Oh, Mann. Ach, Mann, ich will die staggern. Das heißt... Vielleicht nehme ich eine andere Waffe. Etwas mit einer Reichweite. Nice. Riesen zwei hinter. Die Fackel bringt überhaupt nichts. Tschüss. Okay. Große Last. Bekennerstiefel. Fußsoldatenstulpen. Gut, Wegelagerer, Kapuze, Stoffkleidung. Ach Mann, ich... Ach Mann, ich will nicht in so einem Schlafanzug. Ich sehe aus wie so ein Bauer einfach. Oh je. Ich wünsche mir gutes Gelingen. Du besonders guter Bro? Alter. Wow. Hallo, Kameraperspektive? Mann, Mann, Mann. Komm her, du. Wow! Alter! Wow. Wow. Meisterleistung. Folgendes, ich mache das vielleicht so hier. So, genau. Damit ich nicht den Schild immer wechseln muss.
Oder vielleicht ist auch einfach nur der Zweihänder etwas zu früh. Jetzt aber. Ja! Ja! Zwei Hammer vorzuwinden! Nice! Voll cool. Ratergunst Narbensiegel. Okay. Yay! Zwei Hände vorzuwinden! Boah, 7500 Seelen. Runen. Mann, Runen. Nice. Okay, das wäre das hier. Was habe ich eigentlich bekommen? Ah, das ist ein Talisman. Das war ein Talisman. Erhöht Attribute, aber auch den erlittenen Schaden. Aha. Ich weiß nicht, will ich nichts... Will ich irgendwie nicht so ganz... Boah, aber wie viel... Alter, wie viel Leben das Ding gibt. Alter, das ist ja besser als das, was ich jetzt habe, aber erhöht doch den Schaden. Ich könnte es mal ausprobieren. Aber ich kann jetzt mit einer Hände führen. Ah, oh, geil. Geil. Okay, Moment. Das wäre erledigt. Die Markierung kann weg. Oh, nein. So, genau. Das war alles. Dahin komme ich später wieder. So, das Gebiet ist jetzt abgeschlossen. Yo. Hier habe ich jetzt auch alles. Wohin gehe ich als nächstes? Ich könnte hier vorbeischauen. Ich meine, da, das kleine Stück geht ja, glaube ich, noch. Oder ich meine, ich muss ja nicht unbedingt hier hin. Ich glaube, das mache ich. Okay, dann reise ich mal hier hin. Vor dem Tor. Zum vor dem Tor. Oh, ist es schon... Folgenend.
Obwohl ich mir gefällt eher hier der Pilzkopf, der Champignon. Okay, in der nächsten Folge geht es dahin. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und mal gucken, wie die Folge geworden ist. Ich habe diesmal versucht, die Folge im nicht im MP4, sondern im MKV-Format aufzunehmen. Ich muss die dann nachher nochmal remuxen. Ich meine, falls mir das PC abschmiert oder so, nicht, dass ich dann hier die gesamte Aufnahme verliere. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao mit V.